Rafael Kotschor, die Saison ist gespielt. Jetzt stehen die ganz dicken Dinger bevor. Wie fühlt es sich an in der Woche vor den entscheidenden Spielen? Ja, ich glaube, beachtlicherweise sehr, sehr angespannt alles. Ich glaube, wir haben vor gefühlt 4 Wochen die Meisterschaft errungen hier gegen Leipzig. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, ich hoffe, dass es jetzt endlich schnell geht bis zu der Woche vor dem FC, vor Viktoria Köln. Ja, und jetzt ist die Woche gekommen und ich glaube, dass jeder ein bisschen anders schläft als eine Woche, als wenn du, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber gegen Fürstenwalde oder gegen Cottbus spielst, ist einfach alles oder nichts. Und ich glaube, das merkt man auch ein bisschen an den Jungs. Für Sie ja nochmal eine ganz besondere Situation, weil Sie für Viktoria gespielt haben und da auch noch Bekannte haben. Wie ist der Kontakt in den letzten Wochen gewesen zu den alten Kollegen? Ja, ich glaube, jeder weiß, dass ich ein kontaktfreudiger Mensch bin. Ich habe jetzt auch keine Probleme damit, mit Spielern, mit denen ich halt damals noch in Köln zusammengespielt habe, in Kontakt zu treten oder in Kontakt zu bleiben. Das ist vollkommen legitim und auch okay. Aber ich glaube, zum Beispiel jetzt Lukas Nordbeck, mit dem ich viel Kontakt habe, der wird nicht von mir erfahren, wie wir spielen. Ich werde von ihm nichts erfahren. Es ist einfach rein freundschaftlich und kollegial und hat mit dem Sport an sich nichts zu tun. Klar gibt es da Sticheleien und so weiter, aber ich glaube, am Sonntag weiß jeder, worum es geht und da gibt es auch keine Freundschaften mehr. Auch Klaus Koster, der Co-Trainer von Viktoria, ist einer, den Sie gut kennen. Aus Kindheitstagen schon. Sie durften, hat er erzählt, damals immer ins Tor, wenn er mit seinen Kollegen gepölt hat. Stichelt man da in den Wochen davor oder wie war der Kontakt in den letzten Wochen? Ja, bei Klaus persönlich ist es halt was anderes für mich. Also er kommt aus demselben Dorf wie ich. Das ist halt sehr zufällig in Deutschland. Deutschland ist riesengroß und wir haben halt wirklich dieselbe Zeit fast erlebt praktisch im Jugendfußball. Und dann ist er nach Bochum, ich bin nach Duisburg und nach Schalke. Aber Klaus Koster ist für mich halt ein super Typ. Er ist menschlich überragend, hat halt wirklich viel erreicht in seinem Leben und für mich ist er auch eine Respektperson. Aber wenn er mich halt mal anruft und eine dumme Frage stellt, dann kriegt er eine doofe Antwort. Das ist vollkommen legitim und vollkommen okay. Aber ich glaube, der Kontakt zwischen Freunden sollte, glaube ich, nicht von solchen zwei Spielen abhängen. Aber wie gesagt, in den 90 Minuten gibt es für mich keine Freundschaften. Es gibt keinen auf dem Platz. Ich glaube, die Mannschaften, die sich gegenüberstehen, sind dann in den 90 Minuten verfeindet. Und danach sollte man so fair sein. Ich hoffe nicht wir, sondern die, dass die uns gratulieren oder wir denen. Aber ich hoffe natürlich, dass es so sein wird, dass Klaus dann die Ehre beweist und mir nach dem Spiel die Hand gibt und alles Gute für die dritte Liga wünscht. Sprechen Sie auch mit Ihren Mannschaftskollegen darüber, weil Sie Viktoria halt mehr kennen als alle anderen, weil Sie da gespielt haben? Ja, ich denke mal, der Trainer hat mich schon ein paar Sachen gefragt, die ich dann natürlich auch wusste, aber ich kann natürlich auch nicht auf alles eine Antwort geben, weil ich glaube, ich bin jetzt seit 3 Jahren dort weg. Ich meine, die Mannschaft hat sich, glaube ich, komplett gewandelt. Da gibt es halt noch ein paar Spieler, die noch mit mir zusammengespielt haben, die sicherlich eine wichtige Rolle spielen, wie Wunderlich oder Reiche oder Nordbeck, aber ich persönlich kann natürlich auch nicht viel dazu beitragen für die Präsentation der Mannschaft, weil ich glaube einfach, die haben sich jetzt in diesem Jahr sehr gut entwickelt, das Jahr davor auch schon eine gute Rolle gespielt mit dem neuen, jungen Trainerteam. Ich glaube, wir sollten noch nicht viel zu viel auf die gucken. Wir sollten halt zusehen, dass wir unser Spiel durchbringen, dass wir halt mit 100%iger Einstellung da rangehen und dann hoffen wir, dass wir am Donnerstag hier ein Riesenfest feiern können. Dennoch nochmal die Frage zu Mike Wunderlich. Der spielt im Moment, glaube ich, die beste Saison seines Lebens. Es ist unglaublich, was der Knips hat. In den letzten 6 Spielen war der an 13 Toren direkt beteiligt. Jetzt haben Sie natürlich aus dem Tor nur wenig Einflussmöglichkeiten. Dennoch, wie muss die Mannschaft da rangehen? Muss es vielleicht sogar besondere taktische Einstellungen geben an diesem Tag, um dieses Herzstück von Viktoria irgendwie auszubremsen? Ja, ich glaube, dass wenn jeder die Zeitung lesen kann, dass jeder weiß, wie er ist. Also ich glaube, er persönlich kann schon ein Spiel allein entscheiden. Das ist für mich so ein bisschen das Beispiel wie Lionel Messi bei Barcelona. Es ist einfach so, der Mike Wunderlich ist ein außergewöhnlich guter Spieler. Aber ich glaube, es wird halt sehr, sehr viel über ihn gesprochen und im Endeffekt geht es da halt um Viktoria Köln und nicht nur um Mike Wunderlich, weil er persönlich alleine, er kann nicht den Ball am 16er annehmen und durchdribbeln und das Tor schießen, sondern er hat halt auch wirklich sehr gute Mitspieler, die er dann hat oft bedient und die oft ihn auch bedienen. Aber ich hoffe, dass wir ihn aus dem Spiel kriegen, das wäre, glaube ich, schon ein Riesending. Und andersrum haben wir halt Mike Wunderlich rausgenommen, dann gibt es immer noch 10 andere Spieler, die eine Riesenqualität haben. Aber ich glaube schon, dass er ein sehr wichtiger Spieler ist, der Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr gut tut und der, wie Sie gerade gesagt haben, ich glaube, eine unfassbar gute Saison spielt. Ich glaube, es gibt keinen Spieler in ganz Deutschland, der mehr Assists und mehr Tore gemacht hat dieses Jahr, wie Mike Wunderlich, klar, in einer anderen Liga, aber ich glaube, dass dieser Junge auch 1-2 Ligen höher spielen könnte. Abschlussfrage, es werden 4.000 bis 5.000 Jena-Fans mitfahren, also eine blau-gelb-weiße Invasion in Köln und hier zu Hause dann auch nochmal 13.000 ausverkauftes Haus. Kann das am Ende den Unterschied machen zwischen zwei Mannschaften, die sich ja mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnen? Ich denke schon, dass die Zuschauer einen riesen Einfluss haben können. Ich glaube, wenn man jetzt dran zurückdenkt, was wir vor 2 Jahren im Pokalfinale in Meuselwitz hatten, da waren, glaube ich, gefühlt 2000 Jena-Fans. Wir waren am Boden zerstört, wir hatten die 90. Minute rum, der Schiri hat gesagt 2 Minuten noch und die haben uns nochmal gepusht. Ich glaube, das kann nochmal ein paar Prozente rausholen und ich glaube, wir sollten dankbar sein dafür, dass wir in so einem Verein spielen dürfen, die wirklich so viele Fans haben. Wenn ich die anderen Stadien sehe, die werden definitiv nicht so voll sein wie hier unser Spiel. Und wir sollten den Schwung mitnehmen, wir sollten mit den Fans zusammen versuchen, da ein Feuerwerk abzubrennen und dann hoffentlich auch mit den Fans zusammen noch ein zweites Feuerwerk abzubrennen.